Des 19. Jahrhunderts. Mit seinen 205.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Italiens nach Neapel. Turin ist immer die Stadt der Handwerker gewesen, der Spinner, Weber und Schmiede. Jetzt entstehen hier große Fabrikanlagen. Turin wird zum Zentrum der beginnenden Industrialisierung. Am Abend sieht man Scharen von Arbeitern, wie sie von ihrem Werkplatz kommend nach einem mühevollen Tagwerk in dunkle Dachstuben oder in finstere Kellerräume steigen. In ihrer Mitte müssen verwaiste oder von ihren Eltern verlassene Kinder die verdorbene Luft dieser schmutzigen Schlupfwinkel einatmen und in dieser Gesellschaft ohne jedes gute Wort und ohne religiöse Ermahnung in früher Jugend verkommen. Dem katholischen Geistlichen, der dies berichtet, Don Bosco, ist es nicht gleichgültig, was in dieser Zeit mit den Menschen in den Fabriken geschieht. Soziale Probleme bisher unbekannten Ausmaßes sind die Begleiterscheinungen der Industrialisierung. Kinder werden in die Fabriken getrieben und arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Bauern verlassen, von den Arbeitsplätzen in die Stadt gelockt, ihre Höfe. Handwerker müssen im unerbittlichen Konkurrenzkampf klein beigeben und sich als Lohnarbeiter verdingen. Lesen und schreiben kann nicht einmal ein Viertel der Bevölkerung. Giovanni Bosco ist in dieser Zeit einer der wenigen, der diese Not erkennt, sich um die Arbeiterjugend kümmert, den Kontakt zu ihnen sucht und ihnen hilft. Für seine Jugendlichen mietet er von Francesco Pinardi in Turin Valdocco ein Haus. So etwas ist ungewöhnlich, weckt Widerspruch in der Turiner Oberschicht und sogar in der Kirche. Und dennoch, aus dem Haus, das Don Bosco mit dem Jugendlichen selbst umbaut und erweitert, entsteht ein Oratorium, das heute noch existiert, mit Kirche und Schule, Werkstatt und Sportplatz, Theater und Unterkünften. Eine Mädchenschule der Don Bosco Schwester. Mitten im Oratorium die Wohnräume Don Boscos. Heute sind sie Museum. In kurzer Zeit schon sah ich mich von Jugendlichen umgeben, die ausnahmslos meinen Weisungen folgten, sich ans Arbeiten gewöhnten und für deren untadelige Haltung an Sonn- und Werktagen ich gerade stehen konnte. Don Bosco bringt ein Kunststück fertig. Eines, das viel größer ist als die kleinen Zaubertricks, mit denen er auf der Straße die Aufmerksamkeit der Jugend auf sich zieht. Er bildet die Jugendlichen nicht nur aus und fördert sie, er sichert sie auch sozial und finanziell ab, kümmert sich um sie und bietet ihnen ein Dach über dem Kopf. Er schließt Lehrverträge ab, etwas völlig Neues in Italien.
Seelsorge heißt auch Sorge um den arbeitenden Menschen. Das hat Don Bosco früher erfasst als andere. Mit dieser Druckerei steht er an der Spitze des technischen Fortschritts. Teile davon sind heute noch in Betrieb. In der Ausbildung von Jugendlichen liegt für Don Bosco der Schlüssel zur gesellschaftlichen Erneuerung. Das heutige Prinzip beruflicher Bildung, Praxis in der Werkstatt neben der Theorie, hier in Turin Valdocco ist es im 19. Jahrhundert schon verwirklicht. Don Bosco will immer an der Spitze des Fortschritts stehen, heißt es auf der Gedenktafel an der Druckerei. Wer war dieser Don Bosco? Er machte zunächst nicht den Eindruck von außergewöhnlicher Geistigkeit. Er schien vielmehr von einfacher, gutmütiger Natur zu sein. Begann Don Bosco aber, seine Gedanken zu entwickeln, dann erwies er sich als ein Mann von erlesenem Urteil, von bewundernswerter Klugheit und von lauterer Absicht. Er zierte seine Rede nicht, sprach ruhig und ausgeglichen, so dass man das Gesagte ohne Korrektur sofort hätte drucken können. Ich kenne keinen Menschen, der mir je so imponiert hätte wie Don Bosco. Ich glaubte, mit einem Heiligen zu sprechen. Der Jesuit Josef Franco über Don Bosco. Piemont. Sanfte Hügel, auf denen die Dörfer zwischen den Weinbergen liegen, nicht weit von Turin. Die Heimat des Giovanni Bosco. In Villa Becchi wird Giovanni Bosco am 16. August 1815 geboren. Hier verbringt er seine Kindheit. Der Vater stirbt, als er 2 Jahre alt ist. Ein Verlust, der Giovannis Leben prägt. Mit seinem Bruder Antonio gerät er oft in Streit. Umso inniger ist die Beziehung zu seiner Mutter, Mama Margareta. Sie ist eine gläubige Frau. Ihr Vorbild prägt Giovanni von Kindheit an. In späteren Jahren zieht sie nach Turin, um ihrem Sohn bei seiner Arbeit mit den Jugendlichen zu helfen. Selber tun, was man von anderen verlangt. Das ist der Grundsatz von Mama Margareta, den ihr Sohn übernimmt. Mit 9 Jahren hatte ich einen Traum. Es schien mir, als wäre ich auf einem sehr geräumigen Hof, auf dem sich viele Jungen vergnügten. Einige lachten, andere spielten. Nicht wenige fluchten. In diesem Augenblick sah ich eine majestätische Frau. Ich schaute und bemerkte, dass alle diese Jungen verschwunden waren. An ihrer Stelle waren viele Ziegenböcke, Hunde, Katzen, Bären und einige andere Tiere. Die majestätische Frau sagte zu mir, hier, dein Feld, hier musst du arbeiten. Werde demütig, stark und tapfer. Denn was du an diesen Tieren geschehen siehst, das sollst du an meinen Söhnen tun. Wieder schaute ich und anstelle der wilden Tiere erschienen ebenso viele Lämmer. Einfach geht es zu bei der Familie Bosco. Giovanni muss dazu verdienen, als Kuhhirte, Schuster und Schneider. Beim Bäcker macht er eine Lehre. Daneben aber liest Giovanni alles, was er sich beschaffen kann, entwickelt erstaunliche Fähigkeiten auf vielen Gebieten. Und für ihn das Wichtigste, er kümmert sich um die Kinder, die in den gleichen einfachen Verhältnissen aufwachsen wie er. Aus dem Traum seiner Berufung wird Wirklichkeit, die Erziehung von Jugendlichen. Es entsteht das weltweite Werk der Salesianer Don Boscos. Zu den wichtigsten Menschen, die ihn auf seinem Weg begleiten, gehören der Priester Don Calosso, der ihm das Studium ermöglicht. Don Cafasso, sein langjähriger Beichtvater.
und sein Vorbild, der heilige Franz von Sales. Ich möchte keine fantastische, wirre, melancholische, verärgerte und verdrießliche Gottesnähe, sondern eine milde, sanfte, angenehme, friedliche, mit einem Wort, eine ganz aufrichtige Frömmigkeit, die so ist, dass Gott und dann auch die Menschen sie lieben. Worte des Franz von Sales, nach denen Don Bosco sein Leben ausrichtet und dem zu Ehren er seine Gemeinschaft Gesellschaft des heiligen Franz von Sales nennt. Leben und Arbeit im Geiste Don Boscos. Religion, Vernunft und Zuwendung sind die leitenden Prinzipien. Ausbildung von Jugendlichen mit großer Geduld. Das hat nicht ganz hin. Herr Domenico, nicht ganz mit. Das ist die Zeitablenkung. Und hier verstellen wir die Amplitude. Ja, probiert es selber mal. Ja, so ist schon richtig. So, und jetzt nehmen wir die Frequenz gleich wenig zurück. So, jetzt ist optimal. Mhm. Eine Lehrstelle gerade für solche, die anderswo keine Chance gehabt haben. Vorbereitung auf die Facharbeiterprüfung in einem modernen Beruf. Machen wir wir Leute irgendwo hin, oder? Ein bisschen schwimmen, ja, das wäre was. Können wir ein Chiemsee überfahren, ne? Don Bosco geht es um die Förderung des ganzen Menschen, um die Entfaltung all seiner Anlagen. Das heißt für den Erzieher, sich einfühlen in die Persönlichkeit des einzelnen Jugendlichen. Es ist unmöglich, Jugend zu erziehen, wenn diese kein Vertrauen zu den Erziehern gewinnt. Don Bosco hat zu fast allen Fragen des menschlichen Lebens und der Erziehung Stellung genommen. Er erweist sich als Praktiker, ruhig und gelassen, mild und gütig, aber fest in den Grundsätzen. Schriften stammen von ihm, darunter philosophische, wissenschaftliche und theologische Werke, sogar eine Geschichte Italiens. Nach einer Vision baut er die Maria-Hilf-Basilika. Als großer Marienverehrer vertraut Don Bosco ganz auf ihre Hilfe. Er beginnt den Bau ohne eine Lira und vollendet ihn innerhalb von 3 Jahren. Sein Werk breitet sich schnell aus. Immer mehr Gleichgesinnte schließen sich ihm an. Die Zahl der Jugendlichen, die sich um ihn scharen, wächst. Er entschließt sich, eine religiöse Erziehergemeinschaft zu gründen. 1874 entsteht daraus der Männerorden der Salesianer Don Boscos. In Maria Mazzarello findet Don Bosco die Frau, die sich, seinem Beispiel folgend, um die Erziehung der weiblichen Jugend kümmert. Sie wird zur Mitbegründerin der Don Bosco Schwestern, heute zweitgrößter Frauenorden der Welt. Das Engagement Don Boscos für die Jugend kann nicht unpolitisch bleiben. Er wird als Vermittler zwischen Kirche und Staat aktiv. Es ist die Zeit des Risorgimento, der italienischen Einigungsbewegung. Das Land, in viele Fürstentümer aufgeteilt, steht noch vor der politischen Einigung. Der Papst als weltlicher Herrscher des Kirchenstaates steht dem entgegen. Zentrum dieser Einigungsbewegung hin zu einem italienischen Nationalstaat ist Turin. Giuseppe Garibaldi wird zum Symbol des Aufbruchs. Er versucht zweimal mit seinen Freiheitskämpfern den Kirchenstaat zu besetzen. Die mächtigen und einflussreichen Politiker setzen auf die Einigung. Sie glauben an den industriellen Fortschritt und die damit verbundenen, ungeahnten Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Veränderung. Im Turiner Parlament kommt es zu heftigen Debatten.
In der Kirche sehen viele Politiker das größte Hindernis für die Erreichung ihrer Ziele. Vor allem unter den Liberalen verstärkt sich mit der Gegnerschaft zum Papsttum ein Antiklerikalismus, von dem auch Don Bosco und sein Werk nicht verschont bleiben. Am 20. September 1870 endet der Kirchenstaat. Die Kirche zieht sich ins geistige Ghetto zurück. Nicht so Don Bosco. Er gewinnt trotz aller weltanschaulicher Gegensätze das Vertrauen einiger führender Staatsmänner und verhandelt mit bekannten Politikern seiner Zeit. Gioberti, Ratazzi, Crispi und Cavour. Mit Graf Cavour, führender Liberaler und Freimaurer, Begründer der nationalen Einheit, verbindet Don Bosco trotz vieler Gegensätze eine langjährige Freundschaft. Don Bosco selbst über diese erstaunliche Beziehung: Graf Cavour betrachtete mich als Freund. Er riet mir, ich solle das Oratorium zur juristischen Person erheben lassen. Einmal versprach er mir, 1.000.000 Lire zu verschaffen, wenn ich diesen Rat befolgen würde. Ich verhielt mich jedoch still, da ich im Augenblick nicht wusste, wie ich über dieses Angebot denken sollte. Da drang Cavour in mich: Wozu entschließen Sie sich? Höflich erklärte ich, ich könne dem Anerbieten nicht entsprechen. Warum, forschte der Graf verwundert, eine so bedeutende Summe ausschlagen, während Sie sonst alles benötigen? Ich entgegnete, Herr Minister, wenn ich diese Mittel annehmen würde, müsste ich befürchten, dass sie morgen schon wieder genommen werden könnten. Erst als Cavour einen härteren Kurs gegen die Kirche einschlägt und 1855 einen Gesetzesvorschlag zur Unterdrückung vieler Orden einbringt, zerbricht die Freundschaft. Das Verhältnis zwischen König Victor Emmanuel I. und Don Bosco ist gespalten. Der König ist vom Wirken Don Boscos beeindruckt und fördert ihn nach Kräften. Er steht aber als Freimaurer auf der anderen Seite. Don Bosco hat viele Feinde, nicht zuletzt, weil er so offen und unerschrocken zu seiner Überzeugung steht. Mehrmals werden Anschläge auf ihn verübt, wie an dieser Stelle im Oratorium. Von seinen Zielen hält ihn das nicht ab. Er setzt sich weiter ein für die bedürftigen und schutzlosen Jugendlichen, aber auch für eine uneingeschränkte Ausübung des Christentums. Don Bosco steht absolut treu zum Papst. Zwei Päpste sind es, die in seinem Leben und in seiner Arbeit besondere Bedeutung haben. Pius IX. Und Leo XIII. Der Papst sei Petrus gleich, weil der dieselbe Schlüsselgewalt innehabe. Er sei ein zweiter Christus durch seine erhabene Salbung und der Hirte aller Hirten. Pius IX. Braucht kirchenpolitische Unterstützung. Don Bosco stellt sich ihm zur Verfügung. Auch seine politischen Kontakte nutzt Don Bosco für den Papst. Sämtliche 108 Bischöfe Italiens werden vom Staat anerkannt. Für den darauffolgenden Papst, Leo XIII., ist Don Bosco ebenso unermüdlich tätig. Dieser Papst gilt vor allem wegen seiner Enzyklika Rerum Novarum als Sozialreformer. Leo XIII. Hat eine hohe Meinung von Don Bosco. Sie haben die Sendung, der Welt zu zeigen, dass man ein mutiger Katholik, zugleich aber auch ein trefflicher, ernsthafter Staatsbürger sein kann. Die Liebe ist gütig und geduldig. Sie leidet alles, trägt alles und überwindet jede Schwierigkeit. Dieses Wort des Apostels Paulus machte sich Don Bosco zu eigen. Mit dieser Grundeinstellung setzt er seine Arbeit erfolgreich fort. Sein Traum von einer aufblühenden Missionstätigkeit erfüllt sich noch zu seinen Lebzeiten. Als der Erzbischof von Buenos Aires Don Bosco 1874 um Missionare bittet, sagt dieser unverzüglich zu. Am 11. November 1885 werden die ersten 10 Missionare ausgesandt. 2 Jahre später folgen die ersten Don Bosco-Schwestern. Sucht Seelen und nicht Geld oder Ehre oder Würden.
Schenkt eure besondere Sorge den Kranken, den Kindern, den alten Leuten und den Armen. So werdet ihr euch den Segen Gottes und das Wohlwollen der Menschen sichern. Am 31. Januar 1888 stirbt Don Bosco. Papst Pius XI. Spricht ihn am Ostersonntag 1934 heilig. In 74 Ländern existieren heute fast 3000 Don Bosco-Einrichtungen. Rund 35.000 Salesianer und Don Bosco-Schwestern arbeiten in der Seelsorge, in Bildung, Ausbildung und im Gesundheitswesen. Das Berufsbildungswerk Waldwinkel in Bayern. Internat, Berufsschule, Ausbildungswerkstätten. Don Boscos Idee ist geblieben, die Ausbildung auf dem neuesten Stand. Ja, ich finde, dass die fachliche Ausbildung also sehr gut ist, weil also da geht man mehr in Übungsstücke und in die Arbeiten mehr rein und da wird einem das besser erklärt, wie draußen in der Lehrwerkstatt. Mich hat das in Waldwinkel schon beeinflusst. Ja, da wo ich daheim war, da haben mich eigentlich wenig Leute akzeptiert und ich war sehr still und habe alles in mich hineingefressen. Und wo ich dann in Waldwinkel war, so am Anfang war ich auch noch sehr ruhig und dann, wo ich dann gemerkt habe, dass die Leute eigentlich schon was von mir wollen und dass sie mich mögen und so weiter, bin ich dann immer viel offener geworden und habe eigentlich auch also mehr mögen, also eigentlich am Leben und am Allen, an meiner Ausbildung und so weiter. Und wenn ich, also wenn ich rauskomme aus Waldwinkel, dann möchte ich mir also eigene Wohnung mieten und eine Arbeit suchen als Lackierer und dann arbeiten und dann eigentlich eine gute Zukunft haben.